die eine Kirsche drin? Wieso ist denn die angekratzt, die Kirsche? Ne? Hi, Jen, was geht? Oh, du bist bei der dickbusigen Jen. Ja, bin ich. Wenn du es so nimmst. Oh nee, ich bin bei ihr auch Stufe 2. Oh, das ist okay. Neu. Dann bist du bei jeder Händlerin auf der maximalsten Stufe. Das ist gut, weil das hat mich früher echt genervt, muss ich gestehen. Ja, das stimmt. Aber das Problem ist, du musst halt aber auch dafür laufen ohne Ende. Ich markiere euch den Händler mal. Ja. Warte mal, der ist markiert. Trader Jen. Seht ihr eine Karte? Ob wir den sehen? Ja. Also, ich sag mal ich so, ich hab mir jetzt mal geteilt. Ist das der Weg, den du gelaufen bist? Ich hab mir jetzt mal euch geteilt. Ihr müsstet den jetzt eigentlich sehen. Ich guck gerade, Frankel. Da bist du. Ja, ich sehe, dass du da mit jemandem dich unterhältst, ja. Sehr gut. Wir haben aber auch hier noch eine Quest. Stufe 1 abholen. Ist das meine vielleicht? Oder meine. Ich habe auch eine aus Versehen angenommen. Stufe 1. Sieht so aus, als wenn das meine ist. Oh mein Gott, ich habe 6 Tools hier. Wie heißen sie? Frankel, wollen wir die abholen? Dings gleich mal zusammen machen sonst? Wenn das deine ist, theoretisch können wir das machen. Ja, ne? Du bist ja gerade bei mir, ne? Wie spät haben wir denn eigentlich? 14:30 Uhr. Da muss ich jetzt aber sputen hier. Um heil zurückzukommen. Aber ich will nur Leichensäcke plündern. Okay, schade. Wenn du soweit bist, sagst du einfach Bescheid, Frankel. Ja. Solange mache ich unsere Base noch. Okay, kein Hund. So, und dann versuche ich eigentlich jetzt hauptsächlich auf dem Weg zu laufen. In der Hoffnung, dass mir keine böse Überraschung kommt. Alter, ich habe 7 Fertigkeitspunkte. Ich muss, glaube ich, gleich mal ein bisschen Dito. Skillen. Ich habe auch viele, aber ich weiß nicht. Ich muss erstmal hier wieder zurückfinden. Okay, wenn ich jetzt hier durchgehe, ich gehe einfach schon straks geradeaus. Ich muss sagen, ich habe wieder den geilsten Content von allen. Ja, du baust wenigstens. Weißt du, ich renne nur meinem Leben. Nee, ich grade ab. Ja, ha? Das ist geiler. Durch einen verwunschenen Wald zu laufen und fast zu sterben oder eher was abzugraden. Von OSB-Bretter Platten auf Holzbretter upgraden. Das ist der... Hey, kann einer von euch mir eine Eisenspitzhacke schon craften? Muss ich gleich mal gucken. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Mining-Tools gelernt. Es kann sein, dass ich vielleicht kann. Vielleicht kann ich es also aber auch noch nicht. Ich noch nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich habe gerade keine Zeit, wieder reingucken. Lasst uns nachts gucken. Wenn ich zu Hause bin. Sammel ich habe nur 1,9 Kilometer habe ich noch vor mir. Oh ne, es ist Nebel. Kommt jetzt wie ein Mist irgendwelche Viecher oder was? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nicht Eisenwerkzeuge, nicht. Ne. Kann ich noch nicht. Das ist aber auch noch ein Weg hin. Also du musst 11 Mal dieses Buch lesen, damit du irgendwann eine Eisenspitzhacke machen kannst. Das ist krass. Ich hatte jetzt in letzter Zeit sehr viele Upgrades in Richtung Tools tatsächlich. Ich könnte, also vielleicht habe ich das ja schon 11 Mal gelesen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe auf jeden Fall viel gelesen. Okay, hatten wir hier nicht noch Leitern irgendwo drin? Da eine. Eine ist besser als keine. Just saying. Das ist nochmal 6 Kilometer. Dann auf zu looten. Ist okay, ist okay. So, runterfolgen, glaube ich, gerade jetzt. Ich hoffe, bitte lass da eine Brücke sein, ne? Bitte, 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 bitte. Ich habe keinen Bock mehr, über das Wasser zu laufen. Das geht nicht. Habe ich die Energie einfach nicht. Die Ausdauer. So. Mhm.
Manchmal wünschte ich mir echt unendlich Ausdauer zu haben. Glaube ich dir. Würde gerne. Wie viel hatte ich noch? Ich glaube, ich hatte nicht mehr viel. Ne? So, wo geht's jetzt hoch? Hoch geht's jetzt. Okay, alles klar. 1,3 Kilometer, meint ihr, das krieg ich noch hin? Kaktus, wolltest du noch los? Ja. Ja, dann. Wo sind wir denn hier? Also du bist ja, glaube ich, schon in der richtigen Richtung. Ne, warte mal, Stufe 1 Abholung war das, ne? Ja. Oh, Alter. Was los? Er will schon wieder die Leiter nicht hoch. Achso, versuch mal, Space zu loszulassen, nachdem du die drückt hast. Mhm. Das ist mein Fehler immer. Muss mal gucken, habe ich irgendwie Munition gesammelt? Ich habe ja gar nichts hier. Schlecht aus. Ja, das kann man auch. Erzähl mir nicht, hier gibt's keinen Weg rüber, Alter. Dann werde ich ausrasten. Ich sag's dir. Spiel bitte, tu mir das jetzt nicht an. Okay, es gibt keinen Weg rüber. Ich muss schwimmen. Ob ich will und nicht. Nabenschmerzer. Naben. So, Frankel ist da in der Richtung. Ich komm dir mal entgegen. Ja, mach mal. So ungefähr. Ja, schön. Bin wieder ein Spike in die Eier gehauen. Ich gehe jetzt mal in Richtung Abholung. Nein. 500 Meter. Jo, ich bin auf dem Weg. Bin ich richtig? Hab ich meine Flagge gesetzt? Oh. Ich wollte irgendwie einen Sammelwahn, Alter. Ich sammle auch die ganze Zeit irgendwie ganz kleine... Na, komm her. Ich hoffe, du hast... Ich hoffe, du hast Dingsbums. Munition mit. Da ist nämlich auch ein Rocker mit bei, ne? Ja, ein bisschen Munition habe ich. Welche Katastrophen habe ich verpasst? Oh, Schmerzer. Du hast eigentlich viele Katastrophen. Also in diesem Stream noch nicht. Eher in den anderen Streams. Weil wir mal nichts zu fressen, nichts zu trinken hatten. Also eine Katastrophe kommt gleich. Nämlich, dass ich ja saufe. Wenn ich jetzt hier nicht rüberkomme. Das sehen wir ja leider nicht. Doch, spätestens so, wenn ich ertrank. Ja, das stimmt. So, Energie auftanken. Komm schon. Und deine Augen zu und durch. Und wehe, du schaffst es nicht, mein Freund, ne? Dann bin ich sauer. So, ich habe noch 130 Meter. Okay, ich bin da. Das wird knapp. So, warte mal, dann laden wir langsam mal nach. Viel Munition habe ich echt nicht dabei. Ich will einmal kurz an den Briefkasten. Moment. Ich habe noch 30 übrig. Easy. Hab voll viel Energie noch. Können wir was aus dem Auto holen? Nein. Gut. Ich starte. Was ist hier? Red Mesa Area. Oh, ich habe einen Atombunker. Geht los. Ist auch nicht meine. Dann muss das Kastanius sein. Zweites Mal uns hergelaufen. Leute, ich hab einen Atombunker. Gefunden. Hier in unserer Nähe. Du, das ist deine. Kaktus, lass mal umswitchen auf diese Military Base, die bei uns da ist. Lass zurückgehen. Ja. Wollen wir vielleicht den Atombunker auf 5 machen? Na, jetzt noch nicht. Digga, ich hab keine Muni, Alter. Was ist los? Aber also ich komme euch entgegen, weil ihr habt ja hier in der Nähe das andere Ding, ne? Ich bin in der Nähe und komme euch entgegen. Achso, ja, warte. Markier mal halt bitte, zu aber uns. Da können wir einen anderen Tag hin. Meinst du? Hab ich markiert. Also geschweige, ich uns. Weiß, wo es ist. Dann ich komm mal jetzt. Ja, hallo, ich bin 500 Meter entfernt, ja. Ich du bin ein alter trotzdem Mann, zu uns kommen, weil das Zeit. Deine verfickte Mission ist hier. Wir können die ja, nicht starten. Ja, ich bin doch schon. Alter, ich bin ein alter Mann, der schreckt mich hier hin, oder was?
Was ist denn im Atombunker irgendwie? Ist das richtig? Der Atombunker ist der heftigste Loot damals gewesen. Da kannst du alles looten. Also da kriegst du wirklich alle Waffen von oben bis unten, die besten Sachen. Aber du kriegst halt auch Menschen auf die Schnauze, weil die besten teilweise Zombies da drin sind. 50 Zombies um die Ohren geschmissen, mindestens. Also Soldaten wahrscheinlich auch, ne? Na, ja. Soldaten, denn die glühenden, dann kriegst du auch noch besondere andere, die ich jetzt nicht sage, weil ich weiß nicht, wie weit ihr das gespielt habt schon mal. Es gibt noch so etwas wie, welche, die explodieren. Ja, Bosse. Kennt ihr Bosse? Nee, ich kenne jetzt nur die dicken, die so ein, ja, die explodieren, wenn du die den... die noch eine Stufe höher gibt. Ich weiß nicht, ob sie die jetzt rausgenommen haben. Nee, noch eine Stufe höher. Nicht die dicken normalen, die dann explodieren können, sondern die dann noch einen höher, weil die als Boss rauskommen. Ich weiß nicht, ob sie die Bosse rausgenommen haben jetzt mit neuesten Updates. Damals in der, wann habe ich das gespielt? 1.18, 19? Gab es eine Zeit lang Bosse mit einem extrem großen Lebensbalken. Okay. Und die sind übelst heftig gewesen. Ein Schlag über das Tod. Also da hättest du die beste Rüstung haben können, hätte ihn durch die Brücke. Ich bin by the way gleich da. Ja. Würde ich sagen, könnten wir eigentlich die Military Base zumindest machen und dann, wenn wir hier noch Muni haben, könnten wir ja versuchen, den 5er Restriction Area dort zu machen, also die Boss Area. Den 5er schon? Naja, das ist ein 5er. So vom Spiel aus jetzt. Das ist auch einer der letzten Missionen, die man dann beim Händler bekommt, die Stufe 5. Mhm. Schmerzer, dem Hund geht's wieder gut. Hat die Kurve gekriegt. So, ich bin gleich da. Nur noch ein paar Minütchen. Ein paar Sekündchen. Okay. Ich loote noch mal eben das Haus, bevor das wieder auf Null gesetzt wird. Ja, jetzt bin ich schon da. Ach, scheiße, ich ertrinke. Andersherum, ich verdurste, nicht ertrinke. So, wo ist denn der Quest-Eingang jetzt? Vorne. Wo wir sind. Ich war hinten. So, Frankel, geht los. Jo. Na, guck mal, meine Energie ist erstmal leer. Ja, ich geh mal da lang. So, komm mal her, mein Fred. Oh, Junge, explodiert irgendwas. Digga, what the fuck is going on hier? Digga! Kommt ihr klar? Ihr habt irgendwas hier runtergejagt. Und die sind nicht nett, die Zombies. Das sind wir hier mit orangen, ja, Augen. Mhm, danke, dass die unten bei mir sind. Alter! Da sind 3 Stück drin. Bruder, kannst du jetzt mal verrecken. Der ist immer nur am Weg. Ich komme durch die Tür, pass auf, ein Haupteingang. Alter, dein Dynamit, Bruder, du darfst nie wieder Dynamit spielen. Ich sag dir so, wie es ist, ich verbiete dir das. Du machst alles kaputt, Alter. Totale Zerstörung hier. So nice. Ja, super. War auch gar nicht tödlich oder so. Weißt du, ich bin gemütlich unten in der Küche, kommt auf jeden Fall die Decke runter. Alter, hab ich mir erschrocken, als die scheiß Decke runterkam. Könnt ihr nicht mit mir machen. Also ich habe meine Vorräte aus White River. Ja, schön, cool. Meine sind... Oh, ich habe meine auch gefunden. Einziges Blöde, was das Frankel, das ist hier kaputt gemacht ist, kommt man hier oben nicht mehr so gut in die Räume. Ja, hab ich doch gesagt, er darf nicht damit rumspielen. Ey, auf der Verpackung stand Jahresfeuerwerk, ja? Mhm. Oh. Was ist da explodiert? Ich weiß gar nicht, was hat Frankel geschmissen? Dynamit? Dynamit.
Yep. Hast du oben geleert, Jut? Sehr gut. Ich hatte jetzt keinen Platz dafür, ja. Hier kannst du das Restli haben. Ich hab da auch keinen Platz für. Ich nehm alles mit. Ich nehm alles mit. Mann, was hab ich jetzt echt ernsthaft keine... Ah, ich hab keine Dings-Muni mehr. Keine 762-Muni. Cool. So, was haben wir hier? Armor, verbesserte Fähigkeit von Rüstung. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber wir haben gleich 0 Uhr. 22 Uhr, meine ich. Ja, lass mal losgehen sonst. Ja. Was sind die Mist? Da. Achso, dann muss ich ja in der Richtung hinlaufen. Auf geht's nach Hause, in die gute Stube. Mhm. Lasst uns bloß nicht sterben, mitten auf dem Weg. Wäre ganz gut, wenn wir nicht sterben, ja, da hast du recht. Ja. Ich will auch keinen Besuch von irgendeinem fetten Zombie haben mit leuchtenden gelben Augen. Brauche ich jetzt nicht so. Verstehen. Ich auch nicht. Ich mag ja Einladungen sehr gerne, aber das ist dann mir doch ein bisschen zu viel. Ja, war echt viel Schaden, Schmerzer, ne? Das Dynamit. Ich weiß, vielleicht hat er auch nicht nur eingeworfen oder so. Vielleicht hat er gleich. Er hat eins. Also eins war auf jeden Fall, was explodiert ist. Einen habe ich geworfen. Außer wenn er natürlich noch einen zweiten irgendwo hinlegt, dann explodieren natürlich alle beide. Aber ich denke mal, er hat einen. Ja gut, war aber auch nur eine Holzhütte, ne? Also. Ja, die ist, einer halt ist morsch, keiner. Ne? Immerhin hat er den dicken Loot nicht weggehauen. Boah, ich bin eben fast durch die Map gefallen. What? Fast. Ich war halb in der Straße drin. Was spielst du denn schon wieder mit Bugs und Glitches rum? Du musst eins werden mit dem Asphalt. Eins mit dem Asphalt. Du bist ja nicht bei Euro Truck, weißt du, ne? Nee, das spiel ich morgen erst. So, wir kommen nicht rechtzeitig vor 20 Uhr zu Hause an, bin ich ehrlich. Endlich mit eigenem Truck. Ja, ich geh gleich zur Base, weil uhrzeittechnisch nope. Mhm. Definitiv nope. Wollen wir ein Polizeiauto anmachen? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ne? Wir sind gleich bei dir. Tatsächlich, ich hätte das Dingstool hätte ich dabei. Zum, das Knacktool hier. Naja, Schmerzer war ja nur eine Holzhütte. Natürlich ist da ein halbes Grundstück weg bei Dynamit. Hardcore. Ich bin aber auch der langsamste hier aus der Gruppe, ey. Ich laufe wie so eine Schnecke. Oh. Schnelles Laufen kann man auch skillen, ne? Irgendwo. Müsste gehen, ja. Wenn es nicht geändert wurde. So, machen wir eben kurz hier das zu Ende. Dafür ist die Nacht ja gut. Ehrlich. Und morgen so. Mache ich auch mal ein paar Missionen, glaube ich, weil ich brauche Bücher. Ich brauche Bücher! Gut, guck mal nach. Geht's technisch? Okay, kein Steinachs auf Level 4 auf jeden Fall. Wo waren das denn mit dem? Nee, das sind. Doch, das sind die Bücher. Hier. Also für die Eisenhacke brauche ich noch 5 Bücher. Dann könnte ich die auch. Da bist du besser als ich. Ich brauche 11. Dann hast du ja keine. Für die Eisenwerkzeuge? Weil ich habe 6 von 8. Nee, bei mir stehen 6 von 11 fehlen. Also müsstest du eigentlich auch welche haben, weil du hast ja die Steinwerkzeug schon auf Level. Da steht. Was weiß ich. Ja, also ich habe Steinwerkzeuge auf 2. Ich habe 3 von 4 gelesen und bei Eisenwerkzeuge steht, ich habe 3 von 11 gelesen. Na gut, okay, ich habe 6 von 11. Dementsprechend bei den Erntewerkzeugen bin ich da ein bisschen besser. Maschinengewehr kann ich auch eine 3er bauen eigentlich. Wow. Kann ich sonst noch klingen? Alles andere ist 1 und 2er.
Auch jemand deine Steinaxt auf Level 4? Holzaxt meine ich. Würde ich nehmen, ja. Ich brauche euch alle mal eine. Oh ne, lass mal, ich kann eine auf 5 bauen, sehe ich gerade. Dann bist du ja sogar besser gelevelt, siehst du? Worum geht's? Steinwerkzeug, Axt. Ja, gerne. Auf Level 5 nehme ich. Let's go! Schmeiß hin hier! Schmeiß hin hier! Los, los! Ja, ich brauche noch irgendwie Pflanzenfasern 2 für den anderen Kollegen dann. Okay, ich kann auch auf Level 5. Ich hab gerade noch gesehen, dass ich welche übrig hatte. Dann mache ich jetzt uns welche, ja? Denn, ich hab schon, danke. Fünfer. Ach, eine 5 hast du schon? Ja. Oh, yeah. Weil sonst würde ich jetzt euch später noch eine 5er machen, wenn ihr halt keine Steine oder sonst habt. Ich hab jetzt noch ein paar Steine. Nee, also eine 5er Axt habe ich. Okay. Wie sieht das mit Schaufel und so aus? Das kann ich bestimmt nur auf 5. Warte mal. Oh, ich kann 5. Oh, ich auch. Ja, her damit. Dafür brauche ich dann Steine. Boah, ich glaube, eine 4er reicht erstmal. Für mich zumindest. Kaktus liegt hier. Primitiver Bogen. Kann ich schon auf Stufe 2? Kann jemand was höheres beim primitiven Bogen als 2? Warte. Nö. Nö. Okay. Also könnt ihr auch nur 2er. Na gut. 4er Maschinengewehr kann ich halt. Sprengstoffe. Kochtopf. Maschinengewehr komme ich auf 4. Aha. So. Stufe 1. Ich kann ein Fahrrad bauen. Ah, Fahrrad, scheiße. Dann warte lieber bis Motorrad. Ja, das ist besser als gar nichts. Wollte ich gerade sagen, ist wenigstens etwas. Arbeitsstation haben wir noch nichts. Elektriker habe ich auch noch nichts. Nahrung. Speck mit Eiern. Und Kaffee. Ich kann Speck mit Eier schon machen? Das wäre geil. Aber ich glaube nicht. Nee. Ich brauche noch 2-mal. Rüstung. Ich kann eine primitive Rüstung auf 6 bauen. Warte mal. Was kannst du bauen? Eine primitive Rüstung auf 6? Ja. Stand da eben, warte mal. Also krass. Ich hab jetzt ja nicht geguckt, was Rüstungen bei mir angeht. Primitive. Ja, auf 6 könnte ich. Allerdings brauchen wir dafür legendäre Teile. Die wir natürlich nicht haben. Die sind neu. Legendäre Teile. Also ich kann eine primitive Kapuze machen auf jeden Fall. Welches Level? 5. Na guck mal, das habe ich ihn an. Ich habe ein primitives Outfit Stufe 1. Brauche ich kein Klebeband. Ach so, warte mal, das wird ja immer schlimmer, stimmt. Das heißt, deswegen brauchst du die legendären Teile. Deswegen musst du zu 6 sein. Ja, die legendären Teile, die sind auch neu, ja. So, ich werde den glücklichen Sammler, glaube ich, jetzt. Macht aber auch noch. Ja, ich würde ja gerne selber machen. Das Ding ist ja, dass das System jetzt anders ist, Schmerzer. Und wenn die richtigen Bücher gelesen haben, sind die in manchen Sachen weiter als ich. Ich frage nach, ob man irgendwas besser machen kann. Die verwundete Raufbeutel.